Willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Yeah! So, heute habe ich mal einen Special Guest dabei. Ihr könnt sicher schon raten, wer das ist. Und zwar ist das der Daniel. Was geht ab? Yeah, der Daniel hier startet ja jetzt auch als Let's Player durch. Und heute ist er mal wieder dabei hier bei GTA. Das Klingeln nervt. Lange ist es her, als er Co-Kommentator mal war bei San Andreas. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Da hat's noch ewig gehangen. Ja. Da hattest du noch die scheiß Internetverbindung. Genau. Aber jetzt sehe ich dich quasi extrem flüssig, wie du da rumrennst und dieses komische Telefondings anschaust und. Ja. Da steht ein kaputtes Taxi rum. Ja, es tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen mehr laggt als sonst, weil wegen Skype-Bildschirmübertragung, das zieht das noch mehr runter. Aber wir machen das Beste draus. Ist ja cool, wenn Daniel mal wieder dabei ist. Meine Abwechslung. Und wir machen heute mal die Telefonmission. Da wurde kommentiert, ich soll die jetzt unbedingt mal machen. Deshalb gehen wir mal ran. Und ja, hab ich mir auch. Du bist letztens dran vorbeigefahren. Genau. Na geil, jetzt muss ich ein Rennen fahren. Ja, dann mach das doch. Okay, deine Stimme ist jetzt ein bisschen komisch. Ja, deine auch. Okay, das ist dumm. Tut uns leid. ja, mit dem Taxi kann ich natürlich das Rennen nicht fahren. Brauche jetzt erstmal ein schnelles Auto. Ich weiß, dass ich mir eins geparkt habe in der Garage. Ein Mafia-Auto, glaube ich. Und Daniel ist jetzt live dabei bei meinem ersten Rennen hier in dem Spiel. Gab es sonst noch keins, oder wie? Nee, das ist das erste hier bei GTA 3. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte, wie schwer die sind, ich weiß es nicht. Ich habe mich auf jeden Fall immer bei San Andreas schwer getan bei den Rennen. Vice City ging. Ja, das weiß ich. Bei San Andreas habe ich alles gesehen. Da warst du scheiße. Ja. Das so sagen. Da waren die Laternen immer im Weg. So, Mafia-Auto. Da habe ich ein Lied drüber geschrieben, nur so nebenbei. Ja, stimmt, genau. Ich mach mal Radio aus, weil ich muss Daniel hier hören. Ich habe den Sound sehr laut. Es geht jetzt nicht anders. Wow. Ja, ich höre den Sound. Fail. Ja. Ich höre den Sound leider nicht, dafür sehe ich alles. Aber ich denke, der Sound wird nicht so, nicht so relevant sein. So, dann fahren wir dahin mit. Ja, das ist relativ schnell das Auto. Ich sehe. Okay, ich weiß zwar, wo ein Benji steht, unten in dem Schaufenster da. Und das ist nervig. Mit den scheiß Gangs, die schießen auf mich. Warum schießen die dann auf dich? Ja, weil wir befeindet sind, die Gangs halt. Und deshalb wurde mir auch geraten, dass ich Nebenmissionen, Krankenwagenmissionen und so früh machen soll. Weil wenn ich da immer durchfahre, dann ballern die mich ab. Okay, rennen. Die haben natürlich einen Cheater und so, natürlich. Los, natürlich. Darf ich die abschießen? Haha, fail. Fail, ihr Leute. Was ist das? Nein! Nein! Wenn das darf. Nein! Das. Fail, ihr Leute! Scheiße! Wüter bin ich! Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr meinen Desktop gesehen habt. Oder ob das Spiel, die Aufnahme noch läuft. Ich weiß nicht, was passiert ist. Natürlich! Der dreht dich ja. Oh Gott! Alter, glaubst du gewinnst noch, oder? Nein, Mann, aber. Ey, was ist das denn? Hast du ein Safe State gemacht am Anfang? Nee. Wir benutzen nur Safe States in den Spielen, wo wir zusammenspielen. Wie fährt er denn schon wieder? Wir fahren immer so behindert. Der ist betrunken. Alter! Guckt euch die Scheiße an! Der haut dich voll weg, Mann. Kann ich Auto wechseln irgendwie? Ich glaube, das war ein Fail. Ja, das. Da musst du gleich noch ein neues Auto finden, oder? Ja, okay, die stehen da. Alter, wie sie. Ja, die Laternen. Ja, was? Ich bin Zweiter. Verpiss dich! Wo ist der Erste? Wo ist der Erste, Spaß? Wo bist du? Nicht so lang. Ah ja, da. Okay. Wow. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Es tut mir echt leid hier mit dem wenig FPS-Ding. Doch, Aufnahme läuft noch. Ich ja. Sehe das. Der Daniel ist halt schuld. Ja, ich hoffe, der DxTauri nimmt das trotzdem noch auf. Das hatten wir ja schon ich sehe das. Ja, natürlich. Oben links. Die Zahlen sind orange. Ja, trotzdem. Aber das war auch so bei Minecraft, wo wir vor kurzem aufgenommen haben und dann ist abgeschissen wegen Skype irgendwas. Ah. Da hat er nicht mehr aufgenommen, aber wünsch mir Glück. Na, oh, du scheiß Bulle! Die Polizei und du brennst! Gib dein Auto! Gib dein Auto! Das kann ja nicht angehen hier! Guckt euch das an! Guckt euch das an!
Ich glaube, du Krimineller, Alter. Das wird ein Fail-Part. Du Krimineller. Ja, denkst du, du gewinnst jetzt noch, oder was, im Polizeiauto? Nee, aber ich muss jetzt hier weiterfahren. Aber das ein Auto wechseln, das ist interessant. Ja, aber trotzdem... Das war aber auch nur damals sind da, so. Die sind da. Aber der erste ist weit entfernt. Boah, es wäre so episch, wenn du noch gewinnen würdest. Ja. Aber ich glaube ja nicht. Ich glaube auch nicht, aber es ist was machst du? Idiot. Easy fahren. Okay, da ist er. Ich weiß nicht, ob man die ausschalten darf, also mit Drive-By und so. Boah, leck mich am Arsch. Nein! Oh, knibbel dich knapp. Ey, das ist gerade dummer Zufall. Hier rennen und wo du dabei bist, wo es jetzt ein bisschen mehr laggt. Da ist der erste! Yes! Ach was. Ach was. Das ist so episch! Ich bin erster! Nee, oder? Ach was! Was ist das denn für ein Rotspiel? Nein, nein, was ist das? Was ist das denn für ein geiler Part? Ey, wenn du das Scheiße, wenn du das noch schaffst, Mann, oh Gott. Ich bin hier voll konzentriert, bin voll bei der Sache. Mit dem Bullenauto geklaut. Spontan. Wie lange geht das Scheißrennen denn? Verpisst mega euch! Es geht noch ewig. Der Punkt ist voll weit weg. Taxi! Okay, okay. Ich glaube, da ist Ziel. Da ist Ziel! Wow! Nein! Ach, was, Mann! Yes! Yes! Wup, wup! Leck mich aber. Das war krank. Episches Rennen, würde ich mal sagen, ne? Aber hallo. Episch. Alter, verpiss dich bloß. Wie scheiße müssen die anderen gefahren sein? Ja, hat man doch gesehen. Unglaublich. Unglaublich. Ja, aber auch als du sie nicht gesehen hast, die müssen ja richtig scheiße gewesen sein. Weil ja, du warst ja schon richtig scheiße. Da müssen die ja richtig, richtig scheiße gewesen. Alter, was machst du? Ich hab keine Ahnung. Rotlichtbezirk. Und er haut voll rein. Tut mir leid. Ich hab hier voll den Lachflash. Oh, geiler Part bisher. Ah. Das ist die Daniel-Aura, weißt du? Ja. Komm ich so einmal vorbei und guck mal kurz rein und schon geht's hier ab. Manu, Manu, Manu. Ich glaube, du musst ab jetzt immer dabei sein. So, ich würde sagen, das hat jetzt so gut geklappt. Wir machen einfach die nächste Telefonmission. Direkt noch ein Rennen, oder? Ja. Nein, ich will doch kein Rennen. Brandheiße Ice Cream. Oh ja. Du sollst dich laut halten. Sorry. Okay, ich hab gar nichts verstanden, aber egal. Hol die Aktentasche in der Arbeit ab. Ey, sorry, wir sind nicht betrunken, Leute. Das hört sich jetzt so an, aber wir sind, also ich bin nüchtern. Ey, sorry, aber das ist so lustig gerade. Ich weine schon. Wenn ich einmal in der Lachextase bin, dann kann ich das nicht unterdrücken. Das ja, ich weiß. Das ist ein bisschen Kaffee. Wir sollen die Tasche holen. Such dir einen Eiswagen. Okay. Ach ja, Wurde kommt hier. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Ich habe im letzten Part irgendwie einen Mr. Whoopi, so einen Eiscreme-Wagen gehört. Gehört, nicht gesehen. Weil er geschrieben hat, hier, ich habe keinen gesehen. Wo hast du einen gesehen? Ich habe auch keinen gesehen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Der hat Penis gerufen. Hä? So. Daniel. Egal. So. Wir sollen Eiscreme-Wagen holen. Ah, oh, Mann, Mann. Da fährt einer. Den muss ich jetzt irgendwie anhalten, kann das sein? Welch Zufall? Achso, ja. Hallo, hallo, Straßenregeln! Kann nicht sein. Straßenregel ist, wenn dir einer direkt gegen die Fresse fährt, dann haltst du gefälligst an. Ja. Und lässt dir dein scheiß Auto klauen. Genau so soll das nämlich laufen. So, parke den Eiswagen. Mr. Whoopi! Parke den Eiswagen unter irgendwas. Was ist Taxiunfall natürlich? Nichts Besseres zu tun. So, da bin ich mal gespannt, ob hier mal mehr Action reinkommt. Also das wäre jetzt irgendwie das Rennen hier
irgendwie die schwerste Mission, kann man das sagen? Die knappeste Mission. Bisher waren die. Genau, das ist das richtige Wort. Die anderen Missionen waren ja relativ leicht. Hast du das Spiel eigentlich schon mal gespielt? Ich habe damals, als es rauskam, war ich verblüfft von der Grafik. Und hab das mal, also ich hab zugeschaut, wie einer gespielt hat. Damals war ich noch ziemlich klein. Ja. War ich da? Ah, das ist 2001. 12? Von 2001 ist das Spiel. Ja, da war ich noch ein bisschen älter dann als 12. Ja. Auf jeden Fall hat es dann eben ein, der große Bruder von einem Freund von mir gespielt. Und wir beide durften immer nur zugucken, während er gespielt hat. Und da waren wir so verblüfft, weil man da halt eben, man kann da Nutten abschleppen und keine Ahnung. Kannst du übrigens auch mal machen. Wäre ich stolz auf dich. Und ich war da so verblüfft von dem grafischen Dasein und sowas, wo man heute teilweise noch drüber lacht, was geht bei dem Typ. Ja, und jetzt, was soll ich hier machen? Wow! Ob die wohl ein bisschen angepisst sind? Was mit der Granate? Ich habe eine Granate geschossen, aber egal. Hau dir weg. Okay. Dafür, dass die jetzt gerade eben ewig auf dich eingeschossen haben, hast du ziemlich wenig. Also du hattest eine. Ich hatte eine Schutzweste. Weste, gell? Ja. Ah, ja, okay, gut. Geht's halt weg. Ja, wie du eben gesagt hast, hier, du warst verblüfft von der Grafik. Da könnt ihr mal sehen, liebe Leute, liebe junge Leute, hier. Mit so Spielen sind wir aufgewachsen, mit so einer Grafik. Wir sind noch nicht so verwöhnt wie ihr. Nicht böse gemeint, ja, aber. Ist halt echt so, ne? Damals, also, das war ja das erste. Wenn man so will, Open World Game. Ja, von GTA. Wo quasi die Welt richtig offen war, so. Also, wir hatten nichts damals nach dem Krieg. Ich weiß nicht, willst du auch. Wir hatten nichts. Nee, GTA 1 und 2 spielst du dir eigentlich auch oder ist das out? Also ich hab. GTA 2 habe ich. Ich hab das so jetzt mal gespielt. Also was heißt so jetzt. Keine Ahnung wann. Ich hab das aber noch nicht durchgespielt oder so. Ich hab's einfach mal so auf Spaß angezockt. Wie kannst du einen Blind-Teil draus machen? Ja, das wurde ich auch sehr oft gefragt, ob ich hier GTA 2 oder so Let's Playen werde. Ja. Eventuell irgendwann mal. Könnt ihr euch auf ein Let's Play zu GTA 2 freuen? GTA 2 geht auch im Multiplayer. Stimmt. Oh. Wollte ich nur mal so erwähnen. Ja, merkt euch das. Vielleicht kommt da ja irgendwas mal. Von uns beiden. So, nächste Telefonmission. Feuertaufe, ich bin ruhig. Okay. Das ist ja mal eine Feuertaufe. So, mit unserem scheiß Auto hier. Was? Wo muss ich jetzt hin? Fuck. So ein gutes Auto. Naja. So die. Familienauto, wisst ihr. Sollen wir uns jetzt Waffen holen oder was? Ich habe jetzt nicht richtig gelesen. Egal. Nicht. Ah, die heiße Ware sollen wir uns abholen, genau. Heiße Ware. Minecraft Lava. Oh ja. Bin ich mal gespannt hier. Achso, ich wollte Musik ausmachen hier. Das stört jetzt gerade. Tut mir leid, wenn ihr die Musik hören wollt, aber. Ich möchte jetzt heute lieber der Daniel hören. Ja, dann erzähl ich doch mal was. Soll ich was singen? Ja, oh ja, du kannst den Let's Guna-Song singen. Hol deine Gitarre und schmetter einen Song. So. Echt jetzt? Nee, nein, Quatsch. Okay, da. Oh, was haben wir denn da? Oh. Oh. Das sieht nett aus. Nimm Flammenwerfer. Da ist Zeit. Das ist so wie Rampages. Das ist so ein Dings. Wie heißt das? So ein Amok. Genau, Rampages. Das ist so jetzt so, damit man die kennenlernt. Okay, das war dumm. Kann ich selbst rennen? Das sind Triaden. Ich habe 2 Minuten Zeit. Ein bisschen mehr. 23 noch. Ich bin mal gespannt. Ich habe die noch nie gemacht. Die muss ich ja auch machen mit die 100%. Gerade ein bisschen arg spontan, hä? Ja. Ich habe überlegt, dass ich die heute machen werde. Boah, das sind 2. Und eine alte Oma, die muss auch sterben. Verpiss dich! Weil sie alt ist und eine Oma. Ja, aber ich glaube, das schaffe ich, oder? Also Triaden, das sind hier die Blau mit Basies. Nicht die Oma hauen, böse. Die verbrennt man heutzutage. Hat er gerade die Oma gehauen? Wo sind... Graue Haare brennen am besten. Ist mir jetzt egal, ob ich 2 Sterne bekomme. Was ist das? Ich brenne! Ich sterbe! Ich habe noch 3! Nein! Nein!
Mann! Das war du lebst noch! Du lebst noch! Scheiße, Alter, kann es sein, dass heute der Tag der knappen Parts ist, Alter? Das kann sein, aber ich brauche unbedingt Energie. Dann friss halt einen scheiß Hotdog. Alter, ich habe nur noch drei, bitte! Nein! Nein! Fuck! Boah! Scheiße, wo war Energie? Mist! Das tut mir leid. Soll ich wieder machen? Ja, ne? Würde ich sagen. Weiß ich nicht. Ist in der Nähe oder was? Naja, eigentlich nicht. Wolltest du nicht eigentlich was anderes machen? Rampage ist eigentlich, aber die du Zeit hattest, ist. Du hattest doch die Telefonmission gestartet. Das war eine Telefonmission. Das ach so. Das ist so eine kleine Einführung wahrscheinlich dann in die Rampages-Dingsbumster. Damit wir die kennenlernen, also was wir mal zu machen haben. Aber ich glaube, ich beende heute mal den Part hier. Es tut mir leid, dass ich das jetzt hier verpeilt habe. Vielleicht war da irgendwo Energie. Mal schauen. Dann mache ich das auf jeden Fall im nächsten Part. So, dann bedanke ich mich bei der Daniel. War sehr lustig. Immer wieder gerne, Baby. Vielleicht sogar im nächsten Part ist er wieder dabei. Ja, wir sind ja noch eine Weile wach. Kannst du noch ein bisschen aufnehmen hier. Genau, deshalb. Und dann sage ich einfach mal... reingehauen und weiterschauen. Genau, macht's gut und ciao, ciao.